Ja, ich nehme euch mal mit. Wir sind hier in Bad Bodendorf und hier sieht es echt noch richtig übel aus. Und sind hier mit den Ortsvorstehern und mit der Politik unterwegs. Hier sind die ganzen Anschwemmungen noch. Zum Teil sind die Sachen rausgeholt worden. Ich will es einfach nur zeigen, wie es hier aussieht. Und ich finde das gut, dass wir aus der politischen Schiene eben auch Leute dabei haben, um das einfach zu zeigen hier. Ich gehe mal ein bisschen abseits, um einfach mal zu zeigen, wie es hier aussieht im Wald. Hier lässt sich schwer laufen, das ist irgendwie ein ziemlich nasser Lehm, also mit dem Mobilbagger braucht man ja gar nicht fahren. Das Bild kennt ihr, überall Anschwemmungen. Das sieht so ein bisschen aus wie im Urwald. Das wäre jetzt der nächste Bereich, den wir räumen sollen. Wir sind hier mit den Ortsvorstehern und das ist wirklich sehr konstruktiv, sehr gute Gespräche. Wir wollen einfach helfen und alle wollen, dass das hier wegkommt. Ist eine psychologische Sache für die Anwohner hier, wenn man immer auf den Mist hier gucken muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier sind Anschwemmungen. Also hier ist ja auch ziemlich übel. Ja, überall liegt ja Zeug natürlich. Mülltonnen aus Werner und Alten. Ja, wir unten an der Mülltonne. Mülltonnen. Das sind ja auf den grauen Stehen ja die Namen bzw. die Hausnummern drauf. Straße und Hausnummer. Die sind von Alten, liegen unten an der Mündung. In Monheim sind, glaube ich, auch Mülltonnen angekommen. Also hin bei Düsseldorf. Ne? Weiter, ja. Also mit der Krake waren wir letztes Mal in die andere Richtung unterwegs. Und hier fehlt der komplette Weg natürlich. Also ich hätte mir gewünscht, wirklich von Anfang an, dass immer ein Politiker mit dabei ist, egal von welcher Fraktion, völlig egal, jeden Tag ein Politiker dabei. Am besten direkt. Nein, wer ruft jetzt hier an? Moment, sorry. Direkt von Anfang an und sich einfach ein Bild macht und dann hätte man auch besser verstanden, warum ich diese Videos immer gemacht habe und so einen Druck gemacht habe und das eigentlich immer noch vonnöten ist, immer noch. Also hier sind Sachen auf jeden Fall schon an den Rand geräumt worden. Das müssten wir erstmal wegräumen. Das ist jetzt einfach nur eine Ortsbegehung. Den Auftrag haben wir ja sowieso, ja noch nicht schriftlich, aber ich habe da ein Angebot drüber gemacht in Abstimmung mit dem Heiko und Cedric. Und die meinten, wir brauchen hier für das Waldstück wahrscheinlich 5 Tage, aber nicht mit so viel Baggern wie letztes Mal. Das bringt hier nichts mit viel weniger Baggern und mit 4 Erdmulden. Ja, hier sieht es eigentlich schon okay aus. Ich gehe mal parallel. Ich laufe immer lieber durchs Gemüse. Läufst du quer, weißt du mehr. Die anderen laufen hier links auf einem ehemaligen Weg. Und das ist auch das Problem, dass hier alles zuwuchert. Und das geht so schnell. Und dann hast du keine Chance mehr, die Sachen hier vernünftig zu finden, vernünftig zu räumen. Und hier ist es richtig nass. Na, hier geht's eigentlich. Muss man schon sagen.
Die Anschwemmung hier müssen rausgepopelt werden mit kleineren Baggern. Ansonsten ist es hier nicht so schlimm wie hinten bei Lohrsdorf. Meine Einschätzung. Auffällig ist, dass es hier extrem nass ist. Jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich hier für Schuhe anhab. Ja, die Pappel muss umgelegt werden, ist so gefährlich, wenn hier Leute rumlaufen. Hier waren Wildschweinchen unterwegs. Eine Kohlmeise. Da hinten sind wieder hohe Anschwemmungen. Aber vom Kunststoff her muss ich sagen, also hier war mit Sicherheit schon eine Truppe drin. Ich habe jetzt nichts gesehen hier. Sehr gute Arbeit gemacht. Da kommt die Truppe. Hier ist auch, das wird irgendwie eine Wurzel sein, die hier angeschwemmt wurde. Überall noch die Reste in den Bäumen. Darf ich dem Gespräch lauschen? Na sicher. Und noch 5000 andere Ohren? Kein Problem. Und dass viele Gelder jetzt an diese Firmen gehen, die nur für, also soll wohl 1 Million dann kosten, das Ganze. Die Entsorgung. Entkontamination. Ja, Entkontamination, danke. Richtig. Und hier liegt ein Kompressor. Die das macht, muss ja auch. Na klar. Ja, das ist so ein Müll, wenn man allein jetzt hier. Ja, das ist Wahnsinn. Und es ist ja schön, dass es schon aussortiert ist. Ja, hier sieht es schon sauber aus da drin. Ja. Ne? Ich bin nämlich gerade quer gelaufen. Am Samstag wolltet ihr ja ursprünglich kommen. Ja. Da wohl doch ein paar, die das hier schon gemacht haben. Ich wusste es jetzt aber auch nicht, weil es schon so aussieht. Ach, war das hier der Sektor Echo? Kann das sein? Von dem. Ja, die haben nachher Leute hierhin verfrachtet, weil wir waren so schnell hinten mit dem Aufräumen mit 800 Leuten. Dann haben die, glaube ich, 70 Leute hier hingefahren. Ich weiß nur, vorne an der Straße saßen 100 Leute, die auf den Bus gewartet haben. Okay. Und waren alle voll mit Schlamm. Und ich bin einmal vorbei und habe Dankes applaudiert. Und dann haben wir uns da mal kurz zu applaudiert, Danke zu sagen. Wenn die Qualitäten voll sind, wird das trotzdem eine große Herausforderung über Jahre hinweg. Und das ist ja eben auch nicht mehr Bio oder so. Ja. Ja. Das ist ja guck dir an. Und noch werden ja die großen Gebäude entkernt, wo du den Estrich rausreißt. Ja. Ne? Das heißt, da kommen nochmal irgendwelche. Jetzt erst mal Haus. Ja. Also hier sind natürlich so Sachen zwischen, da müssen wir jetzt mit dem Bagger hochheben und dann kriegt man es raus. Ja. Also auch ganz wichtig, wenn man noch irgendwas oder irgendwen sucht, wir müssen die Anschwemmung einfach hochheben. Und auf beiden Seiten ist die Katastrophe hier. Und extreme Ausschwemmungen hier. Hi Alexander, schön, dass du da bist. Was sagst du denn jetzt als, ja, das erste Mal hier jetzt, ne? Ja, das ist das zweite Mal, aber es ist immer noch, ich bin immer noch sehr, sehr erschüttert, wenn ich dieses Ausmaß sehe, diese riesige Dimension. Und
wenn ich dann erlebe, wir haben es ja gerade gesehen, Helfer, die anpacken, die jetzt seit Wochen hier rund um die Uhr am Arbeiten sind, aus dem ganzen Bundesgebiet, die hier hinkommen, da kann man einfach nur ganz, ganz viel Respekt, Hochachtung vor haben und Danke sagen, dass so viel Mitmenschlichkeit hier entsteht. Also mich packt das wirklich, mich berührt das richtig. Und du bist jetzt zum zweiten Mal hier in dem Gebiet, oder? Ich war, ich glaube, in der Woche 2 nach der Katastrophe waren wir in Rech, in der Ortsgemeinde. Da ist der Innenminister mit dem Fraktionsvorsitzenden dort vor Ort gewesen, aber nur ganz kurz, auch dort beim Ortsbürgermeister. Und jetzt, dann haben wir auch gesehen, jetzt ist so viel schon passiert, ja, auch an Räumarbeiten und so weiter. Und trotzdem ist immer noch so viel zu tun. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie viele Hände hier jetzt seit Wochen anpacken, dann, ja, und wenn man sieht, was noch vor uns steht, so eine Mammutaufgabe, dann geht das echt nur, dass wir da jetzt weiter auch zusammenhalten. Ich kann einfach immer nur sagen, ich bin beeindruckt von dem, was hier geleistet wird. Von anderen für die Menschen hier in der Region. Der brauchen wir nicht mit. Der kommt direkt wieder zurück. Kommt direkt zurück. Hier ist Ende. Okay. Ich meine, wir haben uns ja eben lang drüber unterhalten. Wir haben im Auto gesagt, kein Wischiwaschi, wir sprechen einfach so, wie wir denken. Ich hatte ja harsche Kritik geäußert in den ersten 2 Wochen. Nicht nur, eigentlich an allen, an der Politik, an allen, weil ich hatte einfach eine Wut im Bauch, ne? Weil wir hier allein gelassen wurden und irgendwo keine Unterstützung erfahren haben. Jetzt auf einmal kommen ja die Politiker, du bist heute auch hier. Allerdings warst du ja schon hier, ne? Den Vorwurf will ich dir jetzt nicht machen. Wenn du heute zum ersten Mal hier wärst, dann hätte ich dir die Ohren lang gezogen. Aber das ist nicht so. Was muss sich ändern irgendwie an der ganzen Politik, an Katastrophenschutz, an dem ganzen Gefüge, sage ich mal? Also erstmal glaube ich, auf so eine Dimension einer Katastrophe war ja niemand vorbereitet. Und dass dann die ersten Tage sicherlich auch chaotisch sind, ich glaube, das ist sogar, vielleicht sogar ein Stück weit, ja, dass man sagt, ja, das ist so. Aber dann muss es sich sortieren. Und dann kam, glaube ich, hier nochmal diese Schwierigkeit hinzu, dass wirklich keine Kommunikation möglich war. Kein Mobilfunk, kein Internet, gar nichts. Es waren die verschiedenen Ebenen von Land, Kommune auch, ja. Wie fügt sich das zusammen? Und wenn man was aus dieser Katastrophe lernen will und muss, dann glaube ich, dass man da nochmal genau hinschaut, wie ist das mit dem Katastrophenschutz, wie ist das mit den Alarmierungen, wie ist das mit Evakuieren und wie ist das dann auch mit Plänen im Nachhinein, wie ihr das jetzt erlebt habt, wer koordiniert welche Hilfen wann, ja, und von daher, wir haben jetzt eine Enquete-Kommission ja eingesetzt, die jetzt auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag tagen soll, sondern wo wir kurzfristig auch immer wieder Schritte ableiten müssen und wollen, weil das, was hier passiert ist, Starkregen, das gibt es ja überall und es wird immer mehr zunehmen, das kann uns auch in anderen Mittelgebirgsregionen passieren. Deswegen müssen wir jetzt was daraus lernen und parallel weiter hier zusammen am Wiederaufbau arbeiten. Also das ist das, was ich auch vor allen Dingen mitnehme. Ja? Es ist nicht alles gut gelaufen. Es gibt auch Kritik, die muss man auch äußern. Deswegen bin ich auch dankbar für öffentliche Kritik, weil man nur daraus auch mit lernen kann. Aber es ist nicht die Zeit für Schuldzuweisung, sondern wir müssen was daraus lernen und wir müssen dann wieder aufbauen. Ja, die Kommunikation war tatsächlich ein Riesenproblem am Anfang. Wir konnten ja gar nicht kommunizieren, nur immer an bestimmten Stellen hattest du die Möglichkeit ins Internet und dann, ich habe dann mich entschieden, alles über Facebook zu kommunizieren, weil über WhatsApp-Gruppen hätte es nicht funktioniert, weil ganz Deutschland war ja unterwegs hierhin und da habe ich mir gedacht, komm, über Facebook kriegst du alle. Ne? Das hat es ja dann auch bewahrheitet. Also, ich habe heute noch ein Gespräch um 17.30 Uhr in Köln mit einem großen Pressehaus oder wie man das nennt, keine Ahnung, also ein Dachverband, sage ich mal. Das ganze Thema scheint irgendwie aufgenommen zu werden von vielen, ne? Kommunikation, wie man sowas in die Wege leiten kann. Da sehe ich auch die Politik in der Verpflichtung, sich doch ein bisschen moderner zu machen. Man hat tatsächlich mit Ortsvorstehern zu tun, die haben noch nicht mal ein Smartphone. Ne? Und so grundlegende Sachen, aber ein Smartphone bringt dir nichts, wenn du keinen Empfang hast. Das sind immer wieder so wiederkehrende Sachen. Ne? Oder? Also diese Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen da also auch wieder auf allen Ebenen, ja, wir müssen da sicherlich auch ein Stück weit manchmal moderner werden, andere Wege gehen, aber WhatsApp oder Facebook setzt immer eine funktionierende Internetverbindung voraus oder Mobilfunk. Also wir müssen das machen, ohne das andere zu lassen. Wir müssen auch nochmal sprechen über das Thema Sirenenalarmierung etc. Was kann man da noch verbessern? Und es nützt auch nichts, wenn wir jetzt überall nur Sirenen haben, wenn die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr wissen, was für Alarme und Alarmierung gibt es eigentlich. Also es sind zwei
allein bei diesem Thema Kommunikation finde ich zwei Bereiche, die wir nochmal ganz, ganz stark angehen müssen. Das war auch so eine strittige Sache, weil viele haben ja behauptet, es wäre keine Sirene gegangen. Mhm. Andere sagen, die wäre gegangen, aber nicht gehört, genau, bei dem Rauschen des Wassers konntest du es nicht hören. Ne? Ja, und die anderen haben vielleicht gedacht, was ist denn? Ne? Was ist, also, ja. Genau. Also es ist nicht so einfach, sagen wir mal. Und das, was du auch sagst, ich bin davon überzeugt, ich habe das schon lange gesagt, ich habe gesagt, wenn die Temperatur der Welt sich erhöht, haben wir ganz andere Probleme. Deshalb bin ich auch so dafür, dass wir unsere Lebensmittelversorgung selber sichern in Deutschland. Oberstes Thema für mich, weil das kann auch noch ein Problem werden. Jetzt sehen wir ja, was hier passiert ist. Innerhalb kurzer Zeit viele Niederschläge, die durch die Hänge hier natürlich gesammelt wurden, im Tal und runtergeschossen sind, an den Brücken aufgehalten wurden durch Schwemmgut und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das vielleicht ein bisschen hätte freilaufender lassen können, das Wasser. Ne? Bäume und so weiter im Flussgebiet, im Flussbett hätten vielleicht geräumt werden müssen. Es gibt so viele Ansätze, aber genau was du sagst, das hier wird eine Beispielregion werden für viele Regionen, die leider irgendwann auch betroffen werden. Ja, das wird das sein. Und es wird eine Beispielregion sein, daraus Lehren zu ziehen, wie wir bei den anderen vorbeugen, soweit man vorbeugen kann, sowas zu verhindern. Ja. Und es wird dann hoffentlich auch eine Beispielregion werden beim Wiederaufbau, weil wir wollen natürlich auch wieder hier ein lebendiges, ein schönes, ein heimatliches Ahrtal haben. Also von daher zweimal Modellregion sozusagen. Auf jeden Fall. Ja. Also mir schwimmen ja schwimmende Tiny-Häuser vor, da bin ich direkt dabei. Nachhaltig wäre gut, regional wäre gut, ja. Das genau. Ist in der Tat, das ist ja ganz wichtig. Also jetzt, man kann auch dann Chancen nutzen, aber im Moment, wenn ich es jetzt hier erlebe, ist man auch noch dabei, neben schon den Gedanken an die Zukunft, die ganz wichtig sind, wie gestaltet man hier künftig, eben wird hier auch noch sehr, sehr viel mit angepackt. Das habe ich ja eben auch noch mal selber miterlebt. Ja. Das Kuriose ist ja auch, wenn ich jetzt den Sessel hier filme, gibt es wieder eine Person, die den Sessel erkennt, bin ich mir ganz sicher. Und ich könnte mir schon vorstellen, wo der vielleicht her sein könnte. Es gibt immer noch drei Vermisste. Wie kann es sein, dass das da nicht weiter gesucht wird? Dass man nicht sagt, hier ziehen erst alle ab, bis wir hier alle Anschwemmungen durchsucht haben und alles. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Wir haben ja Anschwemmungen gehabt, das war eine Ausspülung, 2 Meter tief, da war eine Anschwemmung drauf, da kann kein Hund unten was riechen. Das verstehe ich persönlich nicht. Wenn von mir jemand vermisst wäre, ich würde mir so schlimm vorkommen, jetzt in der Zeit zu warten und zu sehen, dass hier Sachen noch nicht bewegt wurden. Also ich kann es mir nur damit erklären, dass es einfach ja wirklich so groß und so viel ist. Es sind 40 Kilometer, die ja hier betroffen sind, in einem riesigen Ausmaß, dass man beginnt und dann, wir haben das gerade eben auch erlebt, da ist jetzt schon wieder geräumt worden. Jetzt geht da eigentlich schon der Wunsch nach zum nächsten Schritt, den Kies an der Stelle wegzumachen. Und schon, es wird schon über Aufforstung gesprochen. Und dann haben wir eben andere Regionen, da ist noch der Müll, der noch weggemacht werden muss. Und vielleicht noch Aufschwemmung, wo vielleicht sogar auch noch Vermisste. Und dieses arbeitet man jetzt hintereinander ab oder arbeitet man parallel? Wir müssen mit Mücken aufpassen hier. Mit wie vielen Leuten eben. Das ist, glaube ich, auch nochmal die große Herausforderung. Aber weil die Menschen haben die Erwartung, es soll jetzt überall funktionieren und überall auch gearbeitet werden. Und ich glaube, es geht da nachher diese Entscheidung zu treffen. Ja. Also wenn ich jetzt hier zu sagen hätte, dann wäre die Bundeswehr erst abgerückt, wenn hier wirklich alles untersucht worden wäre. Jedes Raster entlang der A. Ne? Die Bundeswehr hat halt in ihrem Befugnis eben nur die Möglichkeit, für solche Katastropheneinsätze, für die Einzelfälle einzusetzen. Aber ich finde, das muss man auch immer wieder sagen, der Oberst Weber hat aber auch ganz klar gesagt, das ist ja unsere Landesbüro sozusagen, sie werden auch weiterhin Amtshilfe geben. Aber sie sind natürlich in dieser Menge, wie sie am Anfang da waren, sind sie jetzt nicht mehr da. Aber es gab die Zusage an den Innenminister, wir werden auch noch weiterhin Amtshilfe leisten. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Danke, dass ihr da seid, ihr das einfach hier anschaut. Ja, ich will euch einfach allen danken sagen, Markus, dir, aber auch deinen ganzen vielen, vielen Helferinnen und Helfern, die wirklich hier ständig und weiter mit anpacken. Ihr könnt euch ganz sicher sein, auch wenn ich jetzt vielleicht heute hier nicht mit einer Schippe in der Hand gestanden habe, ja, aber das, was ihr uns mitgebt an euren Rückmeldungen, das ist für uns in der Politik dann noch wichtig, eben nachher umzusetzen, die Lehren rauszuziehen und auch hier vor Ort zu helfen. Ja. Das ist unsere Motivation, auch heute hier zu sein. Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Ne? Ja. Wir haben leider gesehen, dass es nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Aber deshalb sind wir ja hier und ich finde es gut. Genau. Man muss die Probleme annehmen und nach Lösungen suchen. Ja. Ja. Vielen Dank. Danke. Ne? Dann lasse ich dich jetzt auch in Ruhe. Okay. Aber dich nicht. Okay. Du bist ja jetzt aus Waldbotzheim selbst betroffen. Richtig, ne? Genau. Magst du dich noch mal kurz vorstellen, was deine Funktion genau ist? Genau, also ich bin Susanne Müller, ich bin die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Rebenbank-Sinzig
Und bin dafür im Prinzip auch die gewählte Landtagsabgeordnete und wohne aber auch in Weipolsheim. Das heißt, ich habe zum einen als Abgeordnete jetzt einfach mit den Herausforderungen und mit den Konsequenzen der Flut zu kämpfen, bin aber eben auch persönlich betroffen. Also ich habe es auch nochmal mit einem anderen Auge jeden Tag vor Ort, welche Form der Zerstörung da einfach auf das Ahrtal getroffen ist. Ja. Also das, wir haben ja eben schon gesprochen und das ist ja wirklich, du hast es ja live miterlebt, wie es gelaufen ist in Weipolsheim, ne? Und für dich tut mir das leid, dass du das hier auch wieder sehen musst im Prinzip, weil du vielleicht von anderen Dingen ausgegangen bist. Ne? Ich glaube, das Ausmaß der Zerstörung ist einfach über diese 40 Kilometer Verwüstung überall zu sehen. Aber es ist einfach auch nochmal gut zu sehen, wo hapert es jetzt? Wo können wir auch in der Region unterstützen? Wo können wir die kommunalen Strukturen unterstützen? Wo können wir weiterhelfen? Weil vielleicht manche Wege doch zu bürokratisch sind und doch zu lange dauern. Ja. Und das Ausmaß macht es aber einfach auch nochmal ganz gut sichtbar. Ja. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit deinen Leuten hier vor Ort bist und mit dieser unfassbaren viel Männ- und Frauenpower hier vor Ort echt geholfen hast. Weil das Ausmaß der Zerstörung wäre ohne diese große Unterstützung überhaupt nicht bewältigbar gewesen. Und wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir diese Hilfen nachhaltig einfach überführen in kommunale Strukturen, müssen schauen, dass wir ein gutes Netzwerk haben, dass diese Strukturen greifen und dass wir uns von den ganzen Hilfsorganisationen Stück für Stück lösen und die Region so weit unterstützen, dass sie es selbst einfach bewältigen kann. Ja, das kriegen wir hin. Und ja, ich bin nur stellvertretend wirklich für alle Helfer hier. Ich habe keine andere Funktion, nur ich bin stellvertretend für alle. Ich danke dir. Also ich weiß, was du für eine Belastung hast und vor allem dann hier zu sein. Ja. Ich filme jetzt noch mal ein bisschen quer hier in den Wald. Dankeschön. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Also ich nehme euch nochmal mit und wie gesagt, das ist echt schwierig für viele Leute. Ich habe ja gesagt, man kann hier nicht alles immer mit Vorwürfen bombardieren und die Leute hier für alles hier mitverantwortlich machen, dass es hier noch so aussieht, weil die Leute zum Großteil selber betroffen sind. Und hier ist wieder eine Anschwemmung, wo noch gar nichts passiert ist im Prinzip. Und man kommt einfach nicht dran, wenn man nicht hier mit dem Bagger das wegzieht. Das möchte ich einfach nochmal klarstellen. Überall sind hier diese Anschwemmungen, die wir dann jetzt aufräumen werden. Ich finde es gut, wenn noch jemand hier mit mir mal 2-3 Stunden mitkommen möchte, wenn ich hier unten bin, immer gerne. Mir ist einfach wichtig, dass wir Lösungen finden und den Menschen hier helfen. Ich lasse einfach die Kamera weiterlaufen. Ja, hier waren wirklich schon fleißige Leute unterwegs, die hier vieles rausgeholt haben. Ihr seht, ich weiß nicht, hier ist ja irgendwie ein kleiner Bach. Der ist natürlich auch drüber geschossen, wie es hier überall noch aussieht. Hier müssen wir überall noch rein. Überall noch ran. Überall noch Kunststoff wegräumen. Also hier ist noch ganz übel. Das ist für mich alles so unvorstellbar. Ne? Das, guck mal, da hängt ein Blumentopf in der Gabel. Das Problem ist auch, die Wildschweine sind auch gut unterwegs, sind überall hier nach Fressbaum am Suchen. Wildschweine fressen alles. Was ich damit meine, könnt ihr euch vorstellen. Da oben liegt ein Dach. Weiter möchte ich hier nicht durchlaufen. Das ist mir alles so spooky hier. Ziemlich eisenhaltiges Wasser.
Da steht ein Stuhl. Man kommt da auch nicht so ohne weiteres dran. Hier müssen wir überall noch dran, aber hier ist schon sehr nass. Also hier muss man vorsichtig sein, mit welchem Fahrzeug man hier reinfährt. Sonst kommt man hier nicht mehr raus. Und die Probleme werden zunehmen. Hier ist schon gesammelt worden. Nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen fleißigen Helfer. Hier wieder Kanister. Also ohne Kettenbagger, es ist echt extrem nass überall, braucht man hier, glaube ich, nicht zu fahren. Ich wollte eigentlich gleich noch mit den Damen zu einer BMX-Bahn, wo auch Basketballkörbe sind, glaube ich, und was war da noch? Mehrere Sachen. Eine Skatebahn, die würden wir gerne jetzt in den nächsten Tagen auch räumen. Eine Aktion machen, weil die Kids einfach keine Möglichkeit haben, Fußball zu spielen auf den Plätzen. Die sind auch alle zerstört und zumindest dann in die Richtung sich sportlich betätigen wollen. Da hatte mich jemand angeschrieben und da werden wir auf jeden Fall auch die nächsten Tage uns dran begeben. Ich habe auch keine Ahnung, wie hoch hier das Wasser durchgegangen ist. Wäschekörbe, alles Mögliche hier in den Bäumen. Ist das hier nicht von irgendeinem Schwimmbad? Diese Gitter, wo man drüber läuft am Wasser? Ja, hier sieht es echt übel aus. Da steht ein Kran, jetzt sind wir so langsam wieder zurück. Ich will da jetzt nicht drauf filmen, aber da sieht es auch schlimm aus. Ich weiß nicht, was der Kran da genau macht oder was hier genau ist. Hallo! Hallo. Was macht ihr da? Sauberpumpen, Bohnen. Ach, das sind Bohnen? Ja. Darf ich da drauf filmen? Ich bin gerade live. Weiß ich nicht, ich glaube... Lieber nicht? Kann man mit Zinsiger erst sprechen. Ach, ist egal. Ist das ein Trinkwasserbrunnen oder was? Mineralwasser? Ah, okay. Danke. Ja, also hier entspringen anscheinend Mineralquellen und die werden gerade alle gereinigt. Da brauchst du keiner Sorgen zu machen. Hier werden die, also das Wasser wird natürlich sehr gut kontrolliert. Ja, ihr habt jetzt einen Eindruck hier vom Bad Bodendorf. Hier geht es dann Richtung Sinzig, hinter uns, also rückwärts sozusagen. Ich denke, ich werde jetzt mit der Übertragung stoppen und wir fahren jetzt gleich weiter. Wenn wir es schaffen, fahren wir noch zu dem Skateplatz. Das muss in Bachem sein, in der Nähe von den Sportplätzen. Und dann schauen wir mal, wenn es von der Zeit her passt. Ich sag mal bis später. Tschüss.